Wer das Stichwort Rundum-Sorglos-Paket in eine Suchmaschine eingibt, der bekommt als erstes zig Treffer, wie man es richtig schreibt. Unsere erste Sorge bei einem Rundum-Sorglos-Paket ist die Rechtschreibung. So, und Rundum wird zusammengeschrieben, ist nämlich ein Adverb und ist auch egal. So sind wir wohl. Und dann kommt allerdings auch alles, was man sich eben nur vorstellen kann, von Windeln, Hundewohl und Reiseversicherungen. Besonders gelungen finde ich das Rundum-Sorglos-Paket mit dem Kobold VT300, einem Bodenstaubsauger mit maximaler Reinigungsleistung und entsprechendem Zubehör für den Aktionspreis von 1649 Euro mit dem Slogan Immer muss er alles besser wischen. Also, als ob man sich sorglos stauben und saugen könne, wer es glaubt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem Lebenszeichen DIY, Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt, aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuklert, ich bin Pastor in dieser Gemeinde. An der Technik ist der Frank und der begleitet uns wie immer rund um die Welt. Frank, wo sind wir heute? Heute auf dem Wartenberg. Auf dem Wartenberg? Na, wie schön ist das denn? Unser biblisches Wort für den Tag lautet aus Lukas 12, 22, ist nicht die Bergpredigt, sondern die Feldpredigt. Naja, aber inhaltlich mindestens genauso schwerwiegend. Er sagte zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, also was ihr essen sollt, und auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Ach, wenn das Leben doch eine Kreuzfahrt wäre, auf der ich rundum versorgt mit allem, was ich zum Leben brauche, über meine Lebensmeere schippern könnte. Es gibt eine Bordklinik, einen Schiffsseelsorger, eine animationssportliche Betreuung und regelmäßige Tagesausflüge zu den Städten des Weltkulturerbes. Ich frage mich ernsthaft, warum die alternden Menschen nicht häufiger auf die Idee kommen, das Geld, das sie normalerweise für ein Pflegeheim bezahlen würden, für eine ewige Kreuzfahrt auszugeben und dort das Leben zu genießen. Die größten Sorgen des Tages wären die leere Crème Brûlée-Schüssel, das besetzte Freiluftschach und die Erkenntnis, dass ich doch nicht an zwei Abenden hintereinander das gleiche Outfit tragen kann. Ach, wir sehnen uns nach so einem Rundum-Sorglos-Paket, in dem wir die Verantwortung für unsere Versorgung guten Gewissens abgeben können. Okay, wir müssen der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Sorgen im Sinne einer Fürsorgepflicht durchaus eine wichtige Aufgabe ist. Es ist gut, dass wir uns um uns selbst kümmern und uns um das Wohlergehen der anderen Sorgen machen und dann entsprechend auch handeln. Das gehört sicherlich zu einem beruhigten und zu einem beruhigenden Leben dazu. Doch an einigen Stellen machen wir uns aus den falschen Gründen die falschen Sorgen, weil hinterher keiner schuld sein möchte und die Verantwortung übernehmen will. So, zum Beispiel, das Umweltbundesamt lieferte im Februar 2021 eine kuriose Begründung dafür, dass es den Einsatz von mobilen Luftfiltern in Klassenräumen nicht vorbehaltlos empfehlen könne. Die Geräte können Menschen, also gemeint sind offenbar Lehrkräfte in ihrer minder bemittelten Form, dazu verführen, sich in falscher Sicherheit zu wiegen und das Lüften zu vergessen. So, und das Bundesbildungsministerium berichtet von gesundheitsgefährdendem Lärm, der durch mobile Luftfilter im Unterricht entstehen soll. Das ist richtig. Viren machen keinen Lärm. Da ist ein großer Vorteil zu sehen, die kann man reinlassen, aber diese Luftfilter, die sollen doch bitte draußen bleiben. Also für den Fall, dass wir etwas falsch machen, brauchen wir ein Netz, einen doppelten Boden, eine Absicherung. Deshalb boomt übrigens auch das Geschäft mit den Versicherungen, Wartungsverträgen und Vorsorgevollmachten. Ja, Vorsorgevollmachten. Für den Fall, dass ich das Leben nicht mehr im Griff habe, möchte ich vorgesorgt haben. Also, ich möchte mir jetzt schon mal vorsichtshalber die Sorgen machen, wenn ich mir keine Sorgen mehr machen kann. Ja, wie sorgenvoll ist das denn? Und das gilt übrigens bis zum Lebensende, also bis unser Kreuzfahrtschiff mal in den letzten Hafen einläuft. Es ist tatsächlich eine Herausforderung geworden. Das Lebensende ist nach Ansicht des Gießener Theologen und Soziologen Reimer Gronemeyer ein planbares Projekt geworden. Heute unterschrieben Menschen Patientenverfügungen eben ein Rundum-Sorglos-Paket, um sicherzustellen, dass nichts passiert, was sie nicht in der Hand haben.
In der Diskussion um das Lebensende kursieren Begriffe wie Zertifizierung oder Standardisierung, die ursprünglich aus der Autoindustrie stammen. Soll das Einzug halten ins Sterbezimmer? Wollen wir aus dem Friedhof einen Schrottplatz machen? Naja, wir werden sehen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir den Bezugsrahmen der Ewigkeit verloren haben. Wir müssen unsere Jahre hier so gesund, so lange und so intensiv wie möglich gestalten, weil davor nichts war, es darüber hinaus nichts gibt und danach nichts mehr kommt. Und deshalb fährt übrigens Jesus in der Feldpredigt, wie erwähnt, der lukanischen kleinen Schwester der Bergpredigt bei Matthäus fort: Wer ist denn unter euch, wie sehr er sich auch darum sorgte, der seinem Leben auch in der Länge nur eine Elle zusetzen könnte? Wir kämpfen um jede Minute mehr Leben. Und wenn es nicht mehr geht, ziehen wir selbst trotzig den Stecker. Mein Tod gehört mir. Und dann? In Jesus bietet mir Gott ein rundum sorglos Paket an, das auch das Sterben und die Ewigkeit umfasst. Das ist ein Schatz im Himmel, um den ich mir keine Sorgen mehr zu machen brauche, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue. Und deshalb kann ich dann auch hier sorgloser und loslassend leben. Und jetzt kaufe ich mir vielleicht tatsächlich noch so einen Staubsauger mit einem rundum sorglos Paket. Ich meine, wie schön ist das, wenn der Staubsauger meldet, dass der Beutel leer ist und dann kommt automatisch per Lieferdienst ein neuer, rundum sorgloser, geht's nicht. Aufgabe des Tages. Ihr nehmt, auch in dieser Woche natürlich, immer noch vorhanden, aber mit vielen leeren Seiten, die sollen gefüllt werden, euer Leave It Yourself Journal, selbst gemacht, selbst gestaltet, selbst gekauft, und schreibt 10 Dinge in dieses Journal, um die du dir keine Sorgen machst. Schreibe 10 Dinge hinein, um die du dir keine Sorgen machst. So, das war's auch schon für heute. Alles Weitere passiert auf unseren Social-Media-Kanälen oder so, wie ihr euch in Kontakt miteinander bringen wollt. Oder aber ihr meldet mir das zurück per Mail. Ihr seht jetzt eine E-Mail-Adresse eingeblendet, schublad@mlkg.de. Ich freue mich über jede Mitteilung von euch, auf die ich auch antworte. Versprochen. Das war's dann auch schon. Bleibt wach und aufmerksam. Passt auf euch auf. Gott tut es auch. Mein Name ist Dirk Schublad. Dieses Lebenszeichen DIY. Ich freue mich auf morgen. Tschüss. And I said, oh.